Ich kam zum allerersten Mal ins Jam vor ungefähr 3 Jahren. Meine Oma hat mir immer erzählt vom Café Jam, wo jedes Jahr 2-mal im Jahr Flohmarkt veranstaltet wird. Das erste Mal im Jam war ich zum Mittagessen. Ich habe im Haus danach gewohnt und konnte so Einblicke gewinnen. Viele Leute wissen nicht, was hinter diesen Mauern passiert. Ich denke, in Ulm ist das Café am bekanntesten durch den Mittagstisch. Dass man hier für wenig Geld gutes Essen kriegt. Aber natürlich sind wir auch noch viel, viel mehr. Als ich das erste Mal ins Jam kam, war ich erstmal sehr beeindruckt von den Räumlichkeiten. Mein erster Eindruck war, wie glaube ich bei vielen, so ein Aha-Erlebnis. Wow, was ist das für eine riesen Glasdecke? Mittlerweile weiß ich, es sind etwa 11 Meter und somit die höchste Glasdecke in Ulm. Das Jam ist ein umgebauter Innenhof, diente damals als Parkplatz für Kirchenbesucher, doch jetzt ist es mit Glas überdacht. Und durch das viele Licht, was man hier auch hat, ist es eine ganz besondere Stimmung. Durch die Glasfassade vom Jam hat man ein total offenes Gefühl, der Himmel ist direkt da und das passt auch total zu unserer Arbeit mit Vielfältigkeit, mit Offenheit, mit Begegnung schaffen. Die Räumlichkeiten, die Atmosphäre und das Ziel unserer Arbeit, die kommen hier im Jam alle zusammen und jeder dieser Teile ergänzt sich und wirkt zu einem großen Ganzen für alle, die daran beteiligt sind. Viele wissen das gar nicht, aber hinter dem Café Jam steht die evangelische Gesamtkirchengemeinde. Vor der Tür steht zwar CVJM und EJW, hinter der Türe sind wir aber in allererster Linie ein Jugendhaus für alle. Wir können sehr dankbar sein, dass wir hier dadurch, dass wir von der Kirche getragen werden, ohne Profitorientierung arbeiten können, sondern einfach schauen können, was Jugendliche brauchen und wie wir für sie da sein können. Und auch mal scheitern können und trotzdem haben wir jemanden, der uns unterstützt. Der Beginn des Café Jams datiert aufs Jahr 2001. Café Jam heißt Jugend am Münster und ist eigentlich das Zentrum der evangelischen Jugendarbeit im gesamten Kirchenbezirk. Das Café Jam kann vieles sein. Erst einmal ist ein offener Raum, den man gestalten kann. Es ist schwierig, das Jam in einem Satz zu beschreiben, weil es einfach ein Ort ist, der wahnsinnig viele Gesichter hat und ganz, ganz viele Möglichkeiten bietet. Das Programm hier im Café Jam ist eigentlich allumfassend. Ja, das Café Jam ist auf ganz verschiedenen Ebenen präsent. Kulturell, politisch, spirituell, aber eben auch mit unserem schönen Kaffeeraum auf gastronomischer Ebene. Diese Vielseitigkeit ist auch für ganz Ulm relevant, finde ich. Weil es ist ein Ort, wo Jugendliche sich selbst ausprobieren können und mal was starten können, was vielleicht auch nicht erfolgreich ist oder was vielleicht nur für eine kleinere Zielgruppe interessant ist. Und das gibt's nicht oft. Für mein Gefühl ist das Café Jam eine einmalige Sache, nicht nur in Ulm, sondern in der ganzen Landeskirche. Weil hier so viel auf so kleinem Raum stattfindet. Wir können total dankbar sein für den Ort, wo das Café Jam liegt. Das Café Jam liegt im Herzen der Stadt, direkt neben Münster. Wenn du vor Münster stehst, einfach links abbiegen. Das rote Backsteinhaus ist dein Ziel. Nicht viele haben das Privileg, dort ein Haus zu haben, wo sie einfach bespielen dürfen. Dankbar bin ich dafür, dass wir dieses Haus hier haben, dass es uns in gewisser Weise zur Verfügung gestellt ist und wir so viele Möglichkeiten haben mit der evangelischen Kirche und trotzdem, dass es zur evangelischen Kirche gehört. Für die Zukunft haben wir auch viel geplant hier. Natürlich ist es auch immer eine Herausforderung, die mit der Zeit mitzugehen und die Herausforderungen der Zeit auch zu bewältigen. Es geht aber auch darum, die Themen im Auge zu behalten, die die jungen Menschen heute beschäftigen. Natürlich soll die Kernarbeit weitergehen. Wir haben aber auch viele neue Ideen eingebracht. Ich möchte, dass richtig Leben im Jam herrscht. Dass wir jeden Abend Aktionen haben, unterschiedlichster Art und Weise. Und wenn es einfach nur ein offener Raum für junge Menschen ist. Ich wünsche mir, dass jeder weiß, dass hier das Café Jam ist, dass hier ein offener Raum ist und dass man jederzeit reinkommen darf. Es sollten mehr Menschen das Café Jam kennenlernen, weil dieser Ort einfach so viel zurückgibt und man hier einfach ganz viele wunderschöne Erinnerungen schaffen kann. Es lohnt sich, ins Café Jam zu kommen. Ja, weil es einfach ein super Angebot ist und gute Angebote sind einfach klasse, wenn die von vielen Menschen wahrgenommen werden. Das Jam lebt nur durch Leute und nur wenn Leute da sind, lebt das Jam. Also kommt ins Jam, dann lebt das Jam. Dieses Jahr wird das Café Jam 20 Jahre alt. 20 Jahre gehen an diesem Gebäude natürlich nicht spurlos vorbei. Wir haben verschiedene Projekte, die wir in diesem Jubiläumsjahr angehen wollen.
Beispielsweise haben wir unser Mobiliar erneuert. Wir haben aber auch andere Projekte. Zum Beispiel müssen wir bestimmte Räume einfach anpassen auf die heutigen Zielgruppen, auf die heutigen Gegebenheiten. Und für diese Projekte, da wünsche ich mir viel Energie und Kraft, auch finanzielle Kräfte, damit wir dieses auf den Weg bringen können. Wir haben also vieles hier anzupacken. Ich habe die Hoffnung, dass wir das gemeinsam schaffen, dass wir auch Unterstützung bekommen, um für Jugendliche und junge Erwachsene hier weiterhin einen tollen Ort zu bieten.